Hallo zusammen, ich bin Sonja. Ich zeige euch heute, wie man Tauchkraut vernichtet, auf dem Weg und auf dem Platz. Herbizid ist vor einigen Jahren verboten worden. Zum Glück gibt es andere Methoden, um das Tauchkraut zu bekämpfen, auf dem Weg und auf dem Platz. Die erste Möglichkeit wäre mit einem Brenner das Tauchkraut zu verbrennen. Entweder mit einem Gasbrenner oder einem Strombrenner, wie wir jetzt uns hier entschieden haben. Wichtig ist, dass man den Brenner ein paar Sekunden auf dem Tauchkraut lässt, dass wirklich das Tauchkraut richtig genommen wird und warm wird. Nach wenigen Tagen ist das Tauchkraut kaputt. Die zweite Möglichkeit wäre hier ein Fugenkratzer, wo man bei den Platten wirklich schön dazwischen kann, das Tauchkraut rausnehmen. Wichtig ist einfach, dass man die Wurzeln wirklich mitnimmt, weil sonst verbreitet sich nachher nur mehr. Die dritte Möglichkeit gibt es, das Tauchkraut bekämpfen mit dem kochenden Wasser, zum drüber gießen, dass die Zellen sich alles einziehen. Das ist quasi wie ein Verbrennen. Nach mehreren Tagen ist das Tauchkraut eingezogen. Für Kieswege und für Kiesplätze haben wir hier eine Rundhacke und eine Pendelhacke, um das Tauchkraut zu entfernen. Am besten macht man es am heißen Tag im Sommer und dann lässt man es wirklich liegen, dass es von der Sonne verbrannt wird. Ich hoffe, du wirst dein Tauchkraut los nach den Möglichkeiten, die ich dir gezeigt habe, und dass du möglichst lange kein Tauchkraut mehr hast.